gehen wir nochmal die Münzen durch. Ich muss mir noch die Münzen von der Händlerin in Tirgan nachkaufen. Ach, Jemene, das ist nicht das, was ich haben wollte. Nicht so schön. Also gar nicht schön. Du hast es auch nicht. Du auch nicht. Du bist ein Händler, aber du hast auch nichts gehabt. Hört auf, das Ding zu hauen. Ein Monument verliert seine Kraft. Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Auf den Weg! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Hierher! Ich werde angegriffen! Auf dem Weg. Feindlicher Angriff. Sie greifen uns an. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Okay, das ist gerade unnett. Ich glaube, die machen es mir nicht mehr lang genug. Dann gucken wir trotzdem mal. Miratur, Portal nach Frostfall. Ne. Schnell. Halten, Männer. Schnell weg mit mir. Ein Monument wird angegriffen. Na, sollen sie mir den Seelenfels wegnehmen? Das heißt drum.
Ich würde wirklich viel lieber gerne wissen. Wer mir in Miratur ein Schnitzermesser verkauft. Ihr seid nur Fischer. Und ja, ich weiß, ich halte mich hier gerade sehr lang mit dieser Quest auf, aber ich will sie auch irgendwann abschließen. Hier ist übrigens auch niemand mehr. Okay, da gucken wir noch mal nach diesem Muck-Muck. Small Orc Settlement north of Miratur. Seht ihr noch hier einen Orc-Händler, den ich nicht sehe? Und ja, ich entschuldige mich für das ständige Rein- und Raustappen. Und auch für meine Aussage, dass ich eigentlich nicht so viel nachlesen wollte, aber das mit dem Knochenschnitzer war auch etwas spezieller. Dieses Problem ist, er müsste nicht mal mehr richtig auf der Karte angezeigt werden, merke ich gerade. Irgendwie werden Händler auf der Karte gar nicht angezeigt. Also teilweise die Händler. Man sieht sie zwar hinter Gebäuden, aber nicht auf der Minimap. Hier oben werden mir nur zwei Orks angezeigt. Und das ist einmal der Handwerker und Konga.
Das heißt, da könnte weiß Gott, wo hier in Miratur jetzt stecken. Der Kerl. Die nächste Möglichkeit ist, er ist einfach despawned. So wie die Ork-Fußballer. Das wäre ärgerlich. Ein richtig ärgerlicher Bug. Hier, sofort. Schnell! Oder ist er auf dem Weg hoch irgendwo stehen geblieben? Nein, sieht auch nicht danach aus. Bleibt wohl ein Teil der von den Knochensachen ungemacht. So wie es aussieht. Weil hinter Gebäuden werden die Händler angezeigt. Fischer. Auf meinen Befehl. So, jetzt erstmal Ashgorks und seine Untoten. Schnell! Für die Rune! Zerlegen. Wir werden angegriffen. Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Das ist der Hinterhalt! Sie sind überall! Wir werden angegriffen! Haltet durch, Männer! Was wünscht die Rune? Verstärkt die Deckung! Die Linien müssen halten! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Runenkrieger zu mir! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! So wird unsere Heilerin sehr bedrängt. Männer. Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Standhalten, Männer! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Schließ die Reihen! Oh. Auf dem Weg. Du bist ziemlich tot. Alles klar. Zuhörer, greift sie an! Feindlicher Angriff! So, das war Arschkopf. Langes Knochenfragment und das Kieferfragment. Auf meinen Befehl. So. Fehlt dein Knochenaltar, entfertigt oder ein Satz aus Knochenartefakten. Ein besonderer Altar wird als Arbeitsfläche für die Knochenform benötigt. Ebenso braucht ihr die passenden Blutedelsteine und Knochenschnitzermesser. Bedenkt, dass ihr nur einen Satz fertigen könnt und wählt den, der euch am meisten nutzt. Schnell! Mhm. So, das heißt, wir müssen jetzt shoppen gehen.
Erstmal wieder doch mal kurz in die Echo-Sümpfe ins Händlerlager. Ja. Während der lädt. Gucken wir mal nach Muck Muck. Nach Mumuk. Entschuldigung.